Ja, sehr geehrter Latsch, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste unseres Taufakts, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich persönlich sehr, dass dieser Wunsch, den ich lange gehegt habe und mit uns viele heute in Erfüllung geht. Weitere Wünsche haben wir noch, darauf komme ich noch zum Schluss zu sprechen. Diese Taufe passt gut hier an diesen Ort, an diesen Standort. Sie haben es schon erwähnt. Dieser Standort, dieser Stadtteil muss man sagen, aber auch insbesondere dieses Areal ist geprägt von der Bahn, die über 100 Jahre hier aktiv war, unseren Bürgerinnen und Bürgern Arbeit und Brot geboten hat. Und es war ein schwerer Einschnitt im Jahre 2003, als das Bahnausbesserungswerk geschlossen wurde. Und wir haben uns vorgenommen, in dieser Stadt aus diesem Areal, aus diesen 72 Hektar, das ist eine große Fläche, ein neues Stadtquartier zu entwickeln. Deswegen darf ich im Zusammenhang mit der Taufe dieses ECE durchaus daran erinnern, dass wir gemeinsam die Bahn, das Land und die Stadt, Sie haben es schon angesprochen, an einem großen städtebaulichen Projekt arbeiten, der neuen Bahnstadt Leverkusen, der neuen Bahnstadt Oppland. Wir haben vorne einige Informationsstände aufgebaut und ich würde Sie alle einladen, wenn Sie daran interessiert sind, sich dort zu informieren. Unsere Gesellschaft, unsere neue Bahnstadtgesellschaft wird Sie informieren über die Entwicklung und den Stand der Entwicklung. Sie haben es eben erwähnt, wir werden dort in der nächsten Woche die Zielvereinbarung mit dem Wissenschaftsminister unterzeichnen, damit einen weiteren nächsten verbindlichen Schritt zur Realisierung des Campus Leverkusen der Fachhochschule Köln hier auf der neuen Bahnstadt. Die anderen Projekte brauche ich gar nicht im Einzelnen heute zu erläutern. Ich weiß nur so viel. Diese neue Bahnstadt Leverkusen, dieses neue Stadtquartier, das größte städtebauliche Projekt Nordrhein-Westfalens in diesen Jahren im Zusammenhang mit der Regionale 2010, könnten wir nicht realisieren ohne eine enge Kooperation und Partnerschaft mit der Bahn. Die wünschen wir, die ist gegeben. Und ich glaube, wir haben in diesen vielen Jahren auch gelernt, die vielen Schwierigkeiten, die ein solches Projekt natürlich auslöst, zu meistern. Dafür ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Sie haben gleich Gelegenheit, den Zug auch innen kennenzulernen. Er wird aufgemacht, Sie können ihn auch besichtigen. Er ist eine Stunde hier in Opladen. Und es gibt ja Journalisten, die geschrieben haben, das wird wohl das letzte Mal gewesen sein, dass der ICE Leverkusen in Leverkusen hält. Ich sage, das lese ich erstmal mit Schmunzeln. Die Politik oder gute Politik zeichnet sich dadurch aus, dass man dicke Bretter zu bohren versteht. Und Hartnäckigkeit hat sich immer wieder mal auch ausgezahlt. Einen Zug auf unseren Namen haben wir jetzt. Und an einem planmäßigen Halt des ICE in Leverkusen arbeiten wir weiter. Das darf ich Ihnen mitgeben, nicht als Drohung, sondern als innigste Bitte, irgendwann einmal diese Großstadt anzubinden an das ICE-Netz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist vielleicht nicht unverschämt, sowas zumindest sich zu wünschen. Meine Damen und Herren, wir haben einen Sponsor, der es ermöglicht hat, auch das Taufwasser bereitzustellen. Das ist so schön, weil dieses Taufwasser eben nicht nur zur Taufe dient, sondern auch getrunken werden darf und kann. Das ist die Brauerei Ganser. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Ich möchte mich auch bedanken bei der Musikgruppe Shit Happens von der Musikschule. Sie hat ihren Geschmack getroffen, Sie haben es eben gesagt. Wir haben mit unserer Musikschule eine wunderbare Kultureinrichtung, die uns immer wieder behilflich ist, so einen schönen Rahmen für eine Feier zu gestalten. Seien Sie herzlich bedankt. Ich freue mich, dass so viele Bürgerinnen und Bürger aus Leverkusen, insbesondere aus Opladen, gekommen sind. Wir wissen um die Wehmut der Opladener. Und wir wissen aber auch, dass das eine Verantwortung bedeutet für die Entwicklung dieses größten Stadtteils unserer Stadt, den wir sehr ernst nehmen, den wir auch fördern. Und ich glaube, das große Projekt, die neue Bahnstadt Opladen, ist ein gutes Signal, auch insbesondere für die Opladnerinnen und Opladner. In diesem Sinne lassen Sie uns zur Tat schreiten und diesen Zug taufen.